Moin Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Still Wakes the Deep heißt das. Ich habe schon von ein paar Leuten gehört, dass es ziemlich cool ist, das Spiel. So ein bisschen Horror, ne? Irgendwas geht auf der Bohrinsel ab. Es ist aber ein recht kurzes Spiel. Aber ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Spiel an. Also wir haben englische Sprachausgabe. Es ist gut zu verstehen, auch wenn so ein leichter Touch, wie sagt man auf Deutsch, schottisch, dabei ist. Aber es scheint zu funktionieren. Untertitel ist auf Deutsch, den habe ich aktiviert. Und Grafik auf Episch. Okay. Dann schauen wir mal. Hier machen wir auch Hinweise anzeigen, natürlich. Spielmodus Story, ne, dass wir einfach durchlaufen. Kantenmaler ist engagiert. Steuerungshinweise anzeigen und Sprache auf Deutsch. Und los geht's. I still can't believe you went. What are you thinking? Going to that place? Wish you hadn't got yourself into this mess, but you did. You can't run forever. I know you were just trying to do right by me, so I need you to do what's right by us now. Please, Kaz. I am so tired of fighting. I just want it to be over. You home, the girls want you home, but if you don't deal with this, then we are done for good. It's Liza. I love you, but I won't wait forever. Suze. Jesus, Suze. Girls need you a Christmas card. Merry fucking Christmas. Kaz, Roy's finishing up breakfast if you want something. I'll be there in a minute, Trotz. Aye, well, didn't wait too long or someone will be off with you. Aye. Yeah, all right. Mach mal noch lauter, ne? So, nur mal gucken, dass die Scare Jumps, die es sicherlich geben wird, nicht übersteuern. Also sagt mir gerne Bescheid, wenn ihr sowas hört. Ich kann nicht die ganze Zeit drauf achten. Und dann regeln wir das schon. So. Also. Ich habe genau das einmal gemacht. Gestern. Oh, man sieht sich selbst sogar. Und das war's. So. Ach, sorry, Geralt. So, noch was? Also ich finde es optisch schon mal gar nicht so schlecht. Ah ja, das ist der Brief von eben. Den er ja so fleißig vorgelesen hat. Oh, guck mal, das Material sieht ja geil aus, ne? Die Metalltreppe. Ah. Ja. Okay. Gehen wir mal gucken, was uns hier erwartet, ne? Kevins Kantine. Kantine ist unten. Du auch hier. So, WC, Showers, Gedöns. Und unten dann die Treppen. Okay. Ja, dann gehen wir erstmal gucken. Oh. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass hier die anderen Kabinen offen sind. Aye, quite right, Trotz. So, an Management und Vorstand von Cattle. Zu Händen Mr. D. Rennick. Sehr geehrte Herren, keine Damen. Die Gewerkschaft der Ölarbeiter in der Nordsee, North Sea Oil Workers Union, Zweigstelle Aberdeen, informiert Sie hiermit gemäß der Trade Union und Labour
Relations Acts von 1974 über unsere Absicht, Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen. Okay. Dies ist unsere Reaktion auf das klägliche Versäumnis ihrerseits, sich mit unseren Vertretern zusammenzusetzen, um die schwerwiegenden Sicherheitsbedenken unserer Mitglieder zu besprechen. Wir fordern Sie hiermit nachdrücklich dazu auf, gemeinsam mit uns eine Lösung für unseren triftigen Streitfall zu erarbeiten. Ende. Toffel, einen wunderschönen guten Abend. Na, ich hoffe, es geht besser. Wie sieht das denn hier aus? Alles dreckelig. Glasgow Gazette. Linwood told to accept deal or else. Gewerkschaft hat schon angeklopft, jawollo. Aber Scottish, ne? Aberdeen, bla bla bla. Das erklärt den skottischen Dialekt, den ich anfangs erwähnt habe. Ach, ist echt schön, ne? Ist schön gemacht. Dafür, dass es so ein kleines Spielchen ist, so ein Mini-Horrorspiel. Da steckt Liebe drin, würde ich mal sagen. Oh, hier. Nike Shift. Swoopalicious, moin. Na, alles gut bei dich? Aber wir starten mal hier was Neues. So einen kleinen Horrorausflug. Wasser auf der Bohrinsel ist eigentlich nie gut. Stay in this place. Bitte sag mir, du hast es heute erst angefangen. Gerade eben. Gerade eben. Also wir sind jetzt noch keine, also doch vielleicht 10 Meter gelaufen jetzt. 10 Meter gelaufen. Das ist doch nur ein recht kurzes Spiel, wenn ich das wie ich das mitgekriegt habe. Soll wohl laut der Xbox-App gerade mal 4 Stunden gehen. Also perfekt, um diese Woche mal zu überbrücken. Also, hier hat das Spiel angefangen. Das ist immer gerade aufgestanden. Das spielt auf einer Bohrinsel, wo wohl irgendwas Gruseliges abgeht. Ja, ich habe auch viel Gutes gehört. Das soll richtig der Überraschungshit sein. Kurz, aber ziemlich geil. Davy must have gone back on shore last night. Bin ich mal gespannt. Was ist das denn für Kippen im umgedrehten Kreuz drauf? Geil. Ist ja viel besser als unsere Bilderchens hier auf den Schachteln. Ach, schon dunkel, ne? Alright, Kaz. I'm alright. What are you doing up there? Pipes leaking. If it's not one thing, it's the other. See this whole rig? It's a pile of shite. It's falling apart. And we've only just started drilling. Oh, fucking God, the dialect, Alter. And fucking Rennick cutting corners. Aye. Speaking of, neueste Enkelkinder. Klingt aber auch geil. Rennick got a letter this morning from the mainland and he's been up to Hydo ever since. Heard he's gunning for you. Well, that's just brilliant. Christ, I need a smoke. Can't find my lighter anywhere. Take mine. I don't need it anymore, honestly. You're a fucking lifesaver. I'm going to get breakfast. All right. I'll see you for darts tonight. We'll put a wee picture of Rennick up on the board for you. Sounds like a plan. See you. Also ich spreche wirklich gut Englisch, ne? Also wirklich. Aber dieses Schottische, das hat mir schon immer Probleme bereitet und bereitet mir jetzt auch gerade Probleme. Und Schlüssel. Hallo, haben will. Spiel mit Inklusion, Sprachbehinderte. Es kann schon nerven, aber es ist ganz interessant, wenn man die ganzen Anzeigen aus hat. Nackter Arsch! Wenn man die ganzen Anzeigen aus hat, dass der einem dann einfach vorliest, auf welchem Platz man ist. Kann ich auch duschen. Nein. Oh, Digga. Ich glaube, dir ist ein Stück Seife runtergefallen. Ist dunkel, ne? Oh, da müssen wir später bestimmt rumkrabbeln. Kann ich nichts klauen? Nö. Nasing.
Oh, Hanteln. Aber zumindest nicht allein auf der Plattform. Ja, genau, genau. Was aber auch bedeuten könnte, wenn ich so an andere Spiele denke, dass sie sich in Zombies verwandeln. Aber glaube ich nicht. Ist ja kein Zombie-Spiel. Doesn't surprise me. Prick. Fucking prick. Hier ist nix. Oh, dieses Screen-Tearing geht mir so auf die Nüsse, ne? Ich weiß, ich erwähne es sehr oft, aber ist halt so. Immer diese Zombies, jawohl. Der Hausmeister ist jetzt schon der Held. Wegen? Hausmeisterin, ne? Oder? So, jetzt hätten wir mal... Ist hier nicht nochmal... eine Karte? Kann man die nicht mitnehmen oder sich aufschreiben? Na komm. Gehen wir erstmal hier den Flur lang gucken. Tadam. Dobby Gibson. Well, this is cozy. Kibo. Oh, hallo. Eine Weihnachtselfe. Kann man hier nicht zoomen? Damn, boy. Okay. Hausmeisterin, genau. Tight bastards. An das gesamte Personal in Aberdeen. An das gesamte Offshore-Personal. Aufgrund der verspäteten Lieferung durch das Beira-Ölfeld und der laufenden Streikaktionen hat der Vorstand beschlossen, für das Geschäftsjahr 1975-76 kein Weihnachtsgeld zu zahlen. Frohe Weihnachten! Ja! Danke. Boah, das ist echt fucking dunkel, ne? Warte mal, ich mach das mal heller. Also ich sehe gerade so noch was, aber ihr seht ja wenig. Oh, machen wir mal volle Pulle. Buh. Ja, wo ist die Gewerkschaft? Oh, das sieht ja eklig aus, wenn das so hell ist. Aber so ist das. Ja, wo geht das hier hin? Ah, können wir auch mal an Deck gehen? Hä? Alter, haben die zwei Kabinen? Dobby und Gibson? Oder... Döst Paddel. Kaum ist es heller, verläuft man sich. So. Ja, komm. Ah. So, hier haben wir nochmal... Gedöns. Dobby der Hauself, exakt immer. Und er wohnt mit Gibson zusammen. Gibson war doch der die rechte Hand von Captain Jack Sparrow. Okay. Oh. Hört ihr, wie die Musik langsam einsetzt? Hab die Treppe gefunden, alles gut. Da ist die Cantina-Bar. Ne, passt auf See. Gehen wir natürlich erstmal hier lang. Wenn wir da links rum müssen. Vielleicht finden wir noch irgendwas Cooles. Oh, wo sind wir denn hier? Dart-Turnier. Okay. Wie heiße ich? Cass, genau. Oh, im Semifinale rausgeflogen. Da wäre ich im echten Leben gar nicht so weit gekommen. Mal den Kühlschrank zu, Mensch.
Das wird doch alles warm hier. Was trinken die da eigentlich? Oder ist es Hufu? Hundefutter. Ist doch eine cool area. Aha. Ist zwar ein cooler Raum hier, aber kalt ist er nicht. Was ist das denn? Das habe ich so auch noch nicht gesehen. We know the drill. Okay. Spielen? Nein. Farbe wie Berliner Luft. Ja, ne? Das ist Friday Jukebox. AC/DC, TNT. Sonst kenne ich da nichts. Nö. Hier ist mal noch nichts zu finden. Aber ich muss mal hier eben mein Vater. Also ich weiß nicht genau, ob das war. So könnte es gehen. Als ich noch nicht geboren wurde oder als das war, wo ich noch klein war, da hat mein Vater sich auf einer Bohrinsel beworben und hat auch tatsächlich eine Zusage gekriegt. Und das muss krass sein, weil 4 Wochen auf der Bohrinsel, 4 Wochen zu Hause. Boah, hier ist alles voll mit Leute. Und ich weiß nicht mehr, damals 10.000 Mark oder was es da gab im Monat. Hä? Ah. Moin. Ihr Luschen. Mit Trotz, O'Connor und Gibbo plaudern. Okay, wir öffnen jetzt Gibbo. There's no escaping. There's going to be a dozen mehr rigs up here by the end of next year because the pricks in Westminster want their grubby wee hands on Scotland's oil. Christ, not this again. The bear is already down to the bare bones. And Cadal are just going to make more cuts to get other rigs on the go. If we don't take industrial action soon, this place... Oh, come on. If we don't take industrial action soon, this place will be even more of a death trap than it already is. He's got a point though, Gibble. We're down to a skeleton crew in the pontoons and it's ropey as fuck down there. Workers of the world unite! What do you think, Kaz? I don't know. Gibble sieht aus wie Super Mario. Just see if it fixes the lecky. What do you think will be keeping the lights on if this place falls apart? That's coal, you numpty. Oh, eine Nachricht wurde zurückgehalten wegen Mobbing. Was machst du denn, Jung? Was? Muss mal gucken. So, jetzt. Och Gott, Alter. Komm, erlaube ich. Kannst doch übertreiben. So. Na, quatschen wir erst mit den Leuten. Das ist doch ein bisschen schnell jetzt. Ah, so ist besser. How you doing, boys? No bad, Kaz. Raph's here's a bit shaky, though. Gonna be the lad's first solo dive this morning. All right. Ah, you'll be all right, pal. Especially with the big man here looking out for you. Have you done it before? Christ, no. I'll stick to the lecky thing. Aber diese baked beans von Heinz, die sind so geil. Out there. Really filling the lad with confidence Dose. There, Kaz. Ah. Waren das die Dosen vorne am Kühlschrank? Die sehen genauso aus. Ultra geil. Ich habe ja für eine englische Firma gearbeitet und war dann auch hin und wieder mal in England. Und Toast mit den Baked Beans drauf. Alter, das ist ultra, ultra geil. Beste Frühstück. Enjoying your last day, McCleary. What's that supposed to mean? Oh, you've been attack. A naughty boy, from what I've heard. Ah, geez, peace. You're not exactly an angel yourself, Adair. I'll be fine. Well, you'll not be missed. You wouldn't know a day's graft if it slapped you in the face. I'd like to see you try and do my job. You wouldn't know a spark plug from a fucking hairdryer. Ha ha!
Gewinnerfrühstück, genau. Watch your mouth, McCleary. Oh, oh, oh. Was ist mit dir? Komm, steh auf. Steh auf. Und ihr habt gelacht, hä? Soll ich mal die Haare schneiden, die letzten paar? Oh, Alter, da krieg ich voll Hunger, ne, wenn ich das sehe. Oh, und HP-Sauce. Warum kann man da nicht zoomen? Die ist so geil, ne? Die HP-Sauce. Die gibt's hier auch. Ach, guck mal, vielleicht sehen wir sie hier besser. Nein. Die gibt's hier auch in Deutschland, aber die schmeckt anders. Ich habe mir die mal gerne aus England mitbringen lassen vom Kollegen. Boah, die ist so geil. Okay, dann holen wir uns mal was. Heurufen. Heurufe. You're right, Roy. Casmel Mocha. Was geht, Alter? Ja, jetzt, wo ich was essen will. To my office. Oh. That means no. Not as soon as you're ready. No. Ah, the sweet sound of Davy Rennick. You think it's the Paulus? Can't be surprised, Cass. You heard from Suze? She's talking about divorce. Oh, I'm sorry, Cass. She'll come around. Not if I get the jail, she won't. Well, maybe you could have considered that while you were battering Billy Chamberlain's head in. Cunt slagged off Suze. He had it coming. And there he is. Floats like a butterfly, stings like a bee, and swears like the devil himself. Listen, mate, even if it is the police, maybe it's best to just go back and face it, yeah? Ach, I don't know, Roy. I'm fucking scun up with the whole thing. The Lord loves you, mate, no matter what. And I'm pretty sure Suze does too. That's all clear for you now, Roy. Lovely job, thanks, Dobby. Oh, Trot says he's left your insulin in your cabin. Oh, bless his little communist socks. Muchly appreciated. Ta. Remember. Aber schlechte Übersetzung, ne? It's not over until the final whistle. Aye. You're a Barnsley fan, so you're pretty much fucked from the off, right? Oh, I will see you hand for that, McCleary. Off you trot, lad, before his nibs blows a gasket. Oh. Sagt mir jetzt schon, dass ich rennen muss. Kann. Soll. Boah, guck dir das an. Schlaraffenland. Damn, boy. Komm, Teller. Ich will. Geschenke, Geschenke. Okay. What? Man, I hope there's some leftovers. Oh, Haggis. Bäh, Alter. Verdeil. Ich nehme an, ihr wisst alle, was Haggis ist. Oder was Christmas Pudding ist. Ne, auch, aber unzensiert, ja, das recht. Wer ist Plum Pudding? Bah, ist ja kein Pudding. Das ist so blutwurstmäßig. Und Haggis ist ja. Pfui, ne? Brauch ich auch nicht draufklicken. So. You are here. Oder hier. Ne, hier bin ich. Da geht's raus. Wo muss ich hin? Hat er gar nicht gesagt, oder? Aufs Deck hinaus, ja. Okay. Deck. Ah, da haben wir unser... Home sweet home. Genau. So. Nassbereich. Alter, da draußen Weg. Dann soll ich jetzt wirklich raus. Warte mal. Jo, was geht? Thunfisch. Milch. Corned Beef. Also ich weiß nicht. Muss ich nicht unbedingt haben. Sieht schön aus. Muss ich jetzt wirklich mal sagen. Das ist ein sehr schönes Spiel. Bist doch ein harter Kerl. Ab ins Nass. Ja, im Prinzip schon. Gebe ich dir recht. Was geht, Alter? Komm. Oh.
Look at these. Oh. Okay. Ist hier noch? Abuze. Das Frittenfett gehört gewechselt. Ja. In Fritteuse 2 und 3 sah es ganz schlimm aus, ne? Ne, 1 und 3. Bäh. Aber ich habe ja auch mal in McDonald's gearbeitet, ne? 2 Jahre. Und wir haben dann halt jede Nacht haben wir die Fritteusen hier sauber gemacht, ne? Und das Fett gewechselt. Und in frischem Fett schmeckt das einfach ganz anders, ganz komisch. Will ich nochmal in den Nassbereich. Was gibt's da? Nix. Okay, dann gehen wir in den großen Nassbereich.